Hier kann er springen. Wenigstens das. Oh. Hier klappt das so gut. Warum? So. Wir haben auch eine Kanonenkugel, die wir aber nicht mehr brauchen, weil unten haben wir schon, glaube ich, alles soweit zerstört. So, ja, haben wir auch. Gut, dann können wir ja runter. Nicht ganz runter, bitte. Ne? Doch ganz runter, bitte. Okay. Und dann wollen wir es mal anzünden. Gut, da kommen wir auch vorbei. Die Kraftprobe ist nun beendet. Deine Prämie ist in der Kammer der duftenden Geheimnisse. Er meint die Klokabine, Neuling. Gut gemacht. Ah, da aber beim Jimmy wahrscheinlich, oder? Kriegen wir Fallschaden? Jetzt können wir es gucken. Wir können da gar nicht runterspringen. Sehr gut. Ja, wir kriegen keinen Fallschaden. Zumindest habe ich es jetzt nicht so gedacht. Gut, wir müssen darüber. Ach, guck mal, hier brennt noch was. Brennt noch was nicht. Moment. Da das hier noch nicht brennt, wollen wir das auch mal anzünden, wa? Hm. Ja, hier haben wir schon das meiste. Da ist noch eine Kiste, die machen wir noch kaputt. Holen wir uns das noch. Da sehe ich jetzt nichts mehr. Wir gehen erst zur Klokabine und dann gehen wir weiter. Du bist draußen. Du verdienst es. Leckere, köstliche, dunkle Materie. Sehr gut. Holen wir uns das hier noch. Muss noch kurz gucken, ob noch alles passt. Zumindest laut so, ja. Wo ist die Karte? Bist, wie wär's mit einem Upgrade? Blocktoken, Gegner innerhalb der Reichweite des Totems. Das nämlich. Das ist nach meinem Geschmack. 175 haben wir leider nicht mehr. Wunderbare Wahl. Das nehmen wir uns. So. Dann. Wollen wir mal. Du hast es geschafft. Dagi hat dir das nicht zugetraut, aber ich habe an dich geglaubt. Also gut, geh jetzt Stan suchen und mach ihn fertig. Stan wird bereuen, dass er mich jemals herausgefordert hat. Oh, voll und ganz würdig. Werde zum Ehrenmarschwalker. Jetzt muss ich aber mal gucken. Können wir noch irgendwie aufwerten im Game? Es geht nur bei Jimmy, ne? Geh durch das Kino und schleich dich zu Stan. Ach, da unten ist noch eine Kiste. Ja, dann jumpen wir einfach runter, oder? Müssen wir nicht noch die, oder ist das zufällig, was wir für eine Mission kriegen? Ich habe keine Ahnung. Da ist was für... Für die Kanone. Wir brauchen eine Bowlingkugel. Vom Dach aus sollte es einen Weg ins Kino geben. Oh, cool. Ach, wo? Wo? Da! Okay. So, nämlich. Da ist eine Bowlingkugel. Die brauchen wir. So, die brauchen wir. Das machen wir jetzt mal zuerst. Und gleich bei Stan werden wir auch unsere Ulti verwenden. Die habe ich übrigens gerade voll vergessen, ne? Ich bin wieder doof, aber... Also gerade, wo wir den Flammenwerfer-Schnee-Schöpper da hatten. So. Kanone laden.
Mehr ist hier auch nicht, ne? Also wir könnten auch oben auf die schießen, aber drauf geschissen. Noch ein Power-Upgrade. Stufe 4, Alter. Ja, Freunde. Ich komme. Hallo. Nicht den Bogen. Alter, die sind so... Oh ja, oh ja. Das macht doch Spaß. Geht, meine treuen Krieger! Wo müssen wir hin? Hallo? Ach so, höher. So. Ja, ja. Ich zeig dir, wie du mich im Visier hast, mein Freund. Hallo. Hey. Ja, komm. Ich sorge für Schmerz. Ich mach nur meine Arbeit. Ich mach jetzt eine Pause. Autsch! So. Hör auf! Das ist dumm. Ja. Oh, Bombe, Bombe! Ja, ich konnte nicht mehr ausweichen. Er hat's nicht gemacht, weil wir da irgendwie im freien Flug waren. Warum auch immer. Vergiss mich! So. Oh, verdammt! Schluss damit! Verdammt! So. Was hab ich kommen sehen? Freunde, kein Problem. Also unser Stab ist gerade so über aufgepowert. Damit geht das. Damit können wir was anfangen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt noch diese Prüfung machen müssen, aber jetzt einfach Stan besiegen müssen. Da ist keine Kiste mehr. Gut. Wir haben's fast, Neuling. Wir sind so kurz davor, Stan in den Arsch zu treten. Das sind nur Sprühdosen oder sowas. Okay. Kann ich jetzt gerade nicht lesen. Oh, sind da auch Käsebällchen drin? Wir sind im Kino. Diese Anzeige. Ja. Ist das geil. Einfach Terrence und Philipp. Crashe ihre Party, Neuling. Einfach Terrence und Philipp. Müssen wir da jetzt gleich durchfliegen oder so? Oh. Ja, da wollte ich noch gar nicht. Ah, schade. Hallo. Ich muss nur hochkommen zu euch. Ah. Ja. Ja. Au. Oh, Mist. Sie haben die Türen aufgebrochen. Rapp. Ach, was kommt jetzt? Ach, Vampire wieder. Die haben gerade schon so gut gewirkt. Au. Darf ich das wiederholen? Gib mir dein Blut. Au. Ach, die hier schon wieder. So. Versuch's nochmal. Mach ich doch. Unfair. Diese Käsebällchen sind abgelaufen. So, Kollege. Ich kann fliegen. Au. Du. Na, Freunde? Wo ist der? Hier muss doch noch einer sein, oder? Ah. Ist hier keiner mehr? Da ist noch einer. Oh nein! Ach, scheiße! Ja, würde ich auch sagen. Wir gehen aber erstmal jetzt hoch. Ich will mal sehen, was da ist. Da sind auch noch Kisten. Oh, wie viele. Und da liegt auch noch Sachen rum. Da liegen auch noch Sachen rum. Stuff, den wir gebrauchen können. Hier haben wir nichts mehr.
Na gut. Was ist das? Ach, sie macht einen Schneeengel. Okay. Dann hätten wir das auch. Gut. Bahne dir einen Weg zum durch den Rest des Stadtzentrums. Kriegen wir auch hin. Und danach wird erstmal wieder aufgepusht hier. Na gut. Oh. Okay. Ist das irgendwie ein Geheimweg oder ist das jetzt einfach nur etwas, wo wir was finden? Oh, oh. Und da oben ist wahrscheinlich wieder eine Powerkiste, würde ich jetzt mal vermuten, weil wir da so umständlich hoch müssen. Ja. Also, ne, das wird keinen Sinn machen, da eine normale Kiste hinzupacken. Nee, es ist eine normale Kiste. Ja, gut, dafür den Weg jetzt hochgemacht, hat sie jetzt nie so gelohnt. Hätten sie vielleicht die Kisten tauschen sollen. Dunkle Materiekiste nach oben und, aber ist egal. Vielleicht kriegen wir noch eine Karte gleich. Mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob wir am Ende sind oder nicht. Das werden wir gleich sehen. So. Wir müssen durch das Eis ballern, um zu Stan zu gelangen. Finde Kanonenkugeln. Vorsicht, Leute! Stan hat auch Kanonen! Ja. Wow, guter Schuss! Noch ein paar mehr und das war's! Ja, ja. Das ist der Sinn. Oh. Ja, die hauen hier mit richtig Sprengstoff rein, natürlich. Alles easy, Stan. Ist okay, du Psycho. Oh, da ist noch eine. Oh, da oben ist auch noch eine. Oh, da ist auch noch eine. Nur noch ein Treffer. Mach weiter so. Ja, dann. Würde ich sagen, wählen wir die hier, oder? Es ist noch nicht vorbei, Cartman. Marshwalker, zu mir. Das ist noch ja, eins. Ja, die Barriere ist beseitigt. Und Stan ist der Nächste. Vorwärts zum Spielplatz. So, rein da. Ah, guck mal, wir kriegen noch einen. Das war eine explosive Schlacht. Ein weiteres Upgrade vor dem Bosskampf. Du hast also einen weiteren Kampf überlebt. ja. Wir da. Unser Stab. Die Bomben bleibt für sie detoniert. Dein Ausweichen wird durch einen Schildangriff, fand ich jetzt nicht so geil. Ich finde das Ausweichen besser. Ja, finde ich alles nicht so gut. Wie sehen die aus? Je geringer deine Gesundheit, desto mehr Schaden fügst du zu. Bist du 60% bei einer Gesundheit. Verbündete wie Spieler wiederbeleben. Das ist gut. Upgrade kommt sofort. Oh, noch ein Erfolg. Anspruchsvoll. Erhöhe die Seltenheit von 10 Upgrades. Sehr gut. Hervorragende Auswahl. Den nehmen wir. Und wenn jetzt einer stirbt, können wir halt direkt rein. Wir haben noch Asse im Ärmel bekommen. Da geht's jetzt gleich los, ne? Hey, Neuling! Du bist tot! Ha! 16 Schaden! 16 Schaden? Was zur Hölle? Da die Kraftprobe bestanden wurde, ist deine +10-Axt jetzt größtenteils nutzlos. Moment mal, der Neuling hat jetzt auch die geheime Kraft? Dann bin ich also nicht mehr total OP? Och, heißt das, Cartman gewinnt? Nicht so ganz. Nimm doch die Klasse 10 Kampfbasis, die du gebaut hast. Du hast verdammt nochmal einen Drachen. Oh ja, stimmt. Okay, Neulinge. Oh Junge, was ist da los? Okay, machen wir schon. Wie zur Hölle sollen wir Stan da ganz oben treffen? Damit. Ja, so auf jeden Fall nicht. Volle Deckung! Oh, Seine Kanonenkugeln können auch in deine Kanonen geladen werden. Ja, das habe ich ja... Oh, Alter, was ist... Was geht hier ab?
Ich weiß aber nicht, wie ich zu den Kanonen da hochkomme mit der Kanonenkugel. Da. Dankeschön. Du verlierst, Neuling. Okay, das hat nichts gebracht. So, da haben wir eine Kanonenkugel. Oh. Ah, Spieler 1, spring in den tiefen Schnee, um das Feuer zu löschen. Ja, ja, ja. Friss das! So. Wir müssen also anscheinend einfach auf die Burg oben drauf. Auf Stans Schild. Ah, okay. Versuch nur aus der Sache rauszukommen. Wo ist denn Stans Schild? Was ist das nicht? Drachenflamme! Ist das das Schild? Nee. Du bist mir nicht gewachsen. Heilen wir uns doch erstmal, oder? Ja. So nehme ich. Friss das! Oh! Ja, natürlich. Flammen los! Ja, ist nicht so schlimm. Marschwalker rotten! Wo ist das Schild? Ist das das Schild? Ah, es ist da, okay, das ist das Schild. Etwas von der Drachenmagie zerstört. Mach weiter, bis du ihn zu Fall bringst. Das ist das Schild. Die Kraftproben abgeschlossen, aber das reicht nicht. Hosen der Flamme. Versuch nur aus der Sache rauszukommen. Verdammt. So. Ja, Volltreffer. Gib ihm eine Kostprobe seiner eigenen Medizin. Glaubst du echt, du kannst gewinnen? Schau dich mal um, schau, was ich gebaut habe. Guck jetzt an, mein Freund. Du verlierst, Neuling. Friss Feuer. Das macht keinen Sinn. Ich habe die Quest beendet. Dunkle Materie benutzt. Vielleicht war das zu wenig. Okay. Wir brauchen hier ein paar Heiler. Hallo. Menschenskind, Spieler 1. Schnee löscht Feuer. Ich hau dich um. Aua, wow. Wir brauchen Kleriker. Du bist tot. Au. Wir spielen doch nur. Marshwalker Kleriker, ich beschwöre euch. Das macht so Schaden, ne? Autsch. Ja. Gut, einfach. Stan. Hey, Stan. Ah, oh, Randy, Stan. Alter. Zum Glück geht's dir gut. Du weißt nicht, was draußen abgeht. Alle drehen komplett durch und kämpfen um Klopapier. Aber ich habe überall diese Schatztruhen gefunden, die damit gefüllt sind. Die Leute lassen sie einfach an versteckten, aber leicht auffindbaren Orten liegen. Ist das zu glauben? Ich habe außerdem Stodge verprügelt und sein Toilettenpapier genommen. Wir werden reich sein! Dad, nicht jetzt. Ich muss meine Feinde besiegen. Feinde? Warte, wenn du verlierst, kriegen sie dann unser Toilettenpapier? Vermutlich. Ja, das sind die Regeln. Oh, scheiße. Nein, sie dürfen es nicht bekommen. Kann ein Stufe 5 Dad-Krieger mitten in der Belagerung einer Klasse 10-Basis beitreten? Ich würde sagen, klar. Was? Weil? Na schön, ich kämpfe selbst gegen dich. Jawohl, Sohn. Au, scheiße, das ist Marshwalker-gerechtigt. Mann, diese Kinder sind unerbittlich, was? Stan, du musst dein Leben für das Klopapier opfern. Oh. Ich werde von deinem Mut erzählen. Jetzt, mein Sohn, kämpfe bis zuletzt. Kämpfe um die 64er Packung extra weiches Klopapier. Mit meiner Axt kann ich nicht verlieren. Also, du nervst mich schon extrem. Oh, was ist das? Heilige Kannst Scheiße, du bitte einfach zurück geil. Zur Farm gehen oder so? Okay. Lass diese Kinder nicht an unser Klopapier. Oh, Dad. Au, den weichst du nicht aus. Ich werde dich besiegen für die Ehre aller Marshwalker. Axtschlag! Oh. Da haben wir ihn. So, nämlich unser Klopapier, Randy. Unser Klopapier. Bitte, macht mit Stan, was ihr wollt. Drachentöter, besiege Stan auf dem Spielplatz. Ich wäre reich geworden. Starch! Das ist so bescheuert. Also, kehre zum Castell Cooper zurück. Oh, dunkle Materie natürlich auch. Wir gucken immer mal weiter. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo was, was wir finden können. Ja, sieht nicht so aus. Also das war wahrscheinlich das Einzige, was hier... Okay, macht auch Sinn. Das ist ja bis jetzt immer aufgetaucht. Ansonsten hatten wir immer nur Leben.
sowas, Spieler 1. Das ist eine Menge dunkle Materie. Eine wirklich beeindruckende Ladung. So nämlich. So. Stan, es ist vorbei. Du musst zugeben. Hab ich nicht. Doch, hast du, Stan. Warum spielst du nach deinen eigenen Regeln? Weil meine Regeln tatsächlich funktionieren. So wie ihr das macht, ergibt das keinen Sinn. Ihr könnt nicht mal Power-Ups den Fähigkeiten zuordnen. Und deshalb bist du jetzt ein totaler Wichser? Oh, ich bin ein Wichser, weil ich meine Überzeugung vertrete. Upgrades sollte es nicht auf jeder Stufe geben, das verwirrt. Wir haben dich besiegt, Stan. Deshalb musst du laut Regeln unseren Regeln folgen. Ja, also beende bitte diesen Winterzauber, bevor du noch mehr Menschen verletzt. Wovon redest du da? Komm schon, Stan. Dieser Schneesturm ist nicht natürlich. Jemand hat Magie benutzt. Glaubst du echt, ich löse absichtlich einen Sturm aus, der Leute umbringt und die ganze Stadt lahmlegt? So wie du dich verhalten hast? Ja. Warum machst du dir alle zum Feind und bist so aggressiv? Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß nicht. Ich schätze, seit Mr. Henke mir dieses dunkle Materiezeug gegeben hat, fühle ich mich anders und... Was sagst du? Mit dem dunklen Materiezeug für meine Axt habe ich mich so stark gefühlt. Ich dachte, ich könnte... Mr. Henke? Der Weihnachtscode? Ja. Ah. Oh mein Gott. Das könnte es sein. Was könnte es sein? Wisst ihr es nicht mehr? Mr. Henke wurde aus der Stadt verbannt. Von der ganzen Stadt. Alle waren gegen ihn. Mr. Henke war ständig high und hat Dinge getwittert. Ach komm, das war doch nur ein Witz! Mr. Henke, stopp! Und schließlich hat ihn die ganze Stadt gecancelt. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Wenn jemand dieser Stadt schaden will, dann ist das er. Wie konntest du Mr. Henkys dunkle Gaben annehmen und nichts sagen, Stan? Was soll das? Tut mir leid, Leute. Ich schätze, wir werden Mr. Henke aufhalten müssen. Bei Sarons Eiern, wir zerstören seine dunklen Kräfte. Und dann stoppen wir diesen schrecklichen Sturm. Und die Geschäfte können endlich wieder öffnen. Ja. Dann kämpft niemand mehr um Klopapier und alle gehen zur Arbeit. Genau. Ja, und dann können wir alle wieder zurück zur Schule. Genau, wir können alle wieder zurück zur Schule. Am Ende war es Cartman. Zurück! Wir haben nichts mehr. Nur, es ist nichts mehr da. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Das ist aber nicht Netz richtige Stimme. Sag bloß. Entschuldigung, Entschuldigung. Will jemand heißen Kakao? Leckerer Gratis-Kakao. Das beste heiße Wintergetränk. Ich weiß, ihr seid müde, hungrig und friert. Wie wäre es mit etwas für die Nacht? Pfarrer Maxi, heißen Kakao gefällig? Sicher. Ich schätze, ich kann ein bisschen heißen Kakao trinken vor dem Weltuntergang. Es ist so kalt. Ich nehme einen heißen Kakao. Ja, ich nehme auch einen. Sind da Marshmallows drin? Na, okay. Ich werde nie wieder zur Schule gehen. Und das musst du auch nicht, Eric. Cool. Wow, du bist voller dunkler Materie. Das ist jetzt so ein bisschen awkward, dass wir bei ihm noch aufleveln müssen. Obwohl wir jetzt wissen, dass er das Arschloch ist. Aber gut, so ist es halt. Du konntest einfach nicht wegbleiben, oder? Du hast viel dunkle Materie. So viel ungenutztes Potenzial. Du strotzt nur so vor dunkler Materie. Die beiden werden wir gleich noch uns snacken. Die Stufe seltener werden, okay. Wo haben wir denn noch hier mehr Schaden? Oder ist das alles? Das ist alles mit mehr Schaden, ne? Danach werden wir, also wenn wir das hier haben, dann gehen wir hier drauf, glaube ich. Also bis wir hier auf die Gesundheit sind, oder? Was ist das hier? 10% mehr Gesundheit, plus 10 mehr Gesundheit. Da gehen wir bis hier hin. Ja, gut. Nimm die dunkle Materie weiter auf. Dann wirst du mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Aber jetzt werden wir erstmal. Ich vermisse den alten Mr. Henke. Der alte Mr. Henke ist weg, Mann. Das ist doch ein Stück Schüssel. Die Katzenstreicher. Ne? Miezi. Ne, wie hieß sie nochmal? Mieze? Ja, irgendwie so. Massenhaft Waffen. Und wir haben Kräfte. Doch jetzt eine neue Waffe, ne? Wir haben jetzt die Axt. Zerstückle mit jedem Hieb eine Menge. Oder erzeuge durch Aufladen einen mächtigen Zyklon. Aber jetzt ist die Frage, wie stark die ist, ne? Aber hier die Schildfunktion habe ich halt gar nicht benutzt, weil die halt, ja, muss man halt gedrückt halten und ist nicht so geil, wie ich dachte. Das hier ist bei Weeps sehr. Nehmen wir die mal. Aber auf jeden Fall will ich den behalten, weil der ist ziemlich geil. Empfehle mich weiter. Okay. Es war blöd von mir, auf den dunklen Materiekram reinzufallen. Ist schon okay, Alter. Schön, dass du wieder da bist. So.
Komm, wir gehen jetzt. Drücke, warte mal, ne? Drücke, halte Combo. Ja. Okay. Oh, ja, das ist geil. Mal gucken. So, wir können uns den Kriegstisch anschauen. Das ist Mr. Hanky. Okay. Wahrscheinlich noch Cartman am Ende. Dann haben wir alle vier durch und Mr. Hanky inklusive. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Wir gucken uns nochmal an, was wir hier so. Das sind einige meiner Favoriten. Upgrades und so, was wir da schon frei haben. Fehlt aber auch noch ein bisschen was, ne? Wir haben alle möglichen Regeln. Bei uns fehlt auch noch ein bisschen was. Hier haben wir zum Beispiel für die Ballons. Das machen wir am Ende. Am Ende versuchen wir mal hier das ganze Buch voll zu kriegen. Ja, am Ende versuchen wir mal alles voll zu kriegen, dass wir alle Karten auch gesammelt haben. Immer gut so zu gesehen. Wissen, was einen erwartet. Spieler-Bullshit, ja, das hatten wir. Das ist ja leicht voll zu kriegen, weil die vier Karten kriegen wir schon irgendwie. Die Gegner haben allen möglichen Bullshit. Und wir haben unseren Bullshit gar nicht eingesetzt, fällt mir gerade so auf. Wir brauchten ihn nicht. Also ich glaube, ich habe Hoffnung, dass normal zumindest noch machbar wird. Ja, Kackfalle hatten wir. Projektilhagel, aber da sind auch nur noch fünf. Kriegen wir schon hin. Fertig gelesen? Da okay. Kriegen wir schon hin. So. Wählen wir aus, wenn du heute. Ja, nächstes Mal werden wir dann in die South Park. Ja, in die South Park Hinterhöfe gehen. Kapitel 4. Und dann Kapitel 5 und dann fangen wir an, hier auf normal durchzuspielen. Und danach auf schwer. Mal schauen, ob es klappt oder nicht. Und wir können ja gucken, ob wir die Erfolge noch kriegen. Mal schauen. So, dann würde ich aber mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Ja, es geht und bis man dahin Japanisch gelernt. Auf Wiedersehen.